Interview und Analyse zum dritten Rennen. Dritte Tagesprüfung, Start in die Super 76 Wette und für viele sicherlich interessant zu wissen, Spanedoano nach längerer Pause, wie ist er drauf? Probelauf, denke ich, war Begleitung für die dreijährige Bauer Vita. Wäre wahrscheinlich, beziehungsweise bin ich mir sicher, dass mehr möglich gewesen wäre als eine 19.8, die im Wels auch schon eine gute Marke sind. Erste Mal in einem DGS, so ein Rennen, denke ich, müsste er doch schon lösen können. Oder denkst du, vielleicht fehlt ihm das eine Rennen noch? Na, ich denke schon nach, glaube ich, 10 Monaten, dass jedem Pferd ein Rennen fehlt, wenn er so lange passiert hat. Man muss auch sagen, er hat nicht verletzungsbedingt passiert, sondern er war einfach körperlich nicht in der Lage, Spitzenleistungen zu bringen. Und deswegen haben wir ihn auch in Ruhe gelassen bzw. in Ruhe gestellt. Und er dürfte wieder gut auf dem Posten sein. Ob es da schon zum Sieg reicht, glaube ich, wird man sehen. Aber es ist nicht unmöglich, aber es muss auch nicht sein. Dritte Tagesprüfung, Start in die Super 76 Wette. Meiner Sicht offener DGS-Bewerb. Dandy Venus, der hat es heuer jetzt noch nicht so in die Spur gefunden. Ebrechtsdorf läuft aber eigentlich die stärksten Rennen, zumindest heuer. Hatte ich den Anschein, einige davon waren nicht ganz glücklich, aber prinzipiell hier ist er gut untergekommen. Ja, auf der Bahn geht er besser, aber er hat momentan nicht so den Biss. Und von der ich lege mir Innenkante und werde auch die letzten 200 Meter schauen, wie er ich mache. Aber letzten Male war er ohne Biss im Rennen. Und ja, also wenn er weiterhin so geht, dann sind wir eher 6er, 7er. Ophelia zuletzt, jetzt mit einem Rennen in Beinen, weil den Anstatt kann man ja nicht nehmen, da war sie gleich am Start. Disqualifiziert, vierter Platz aus dem Mittelfeld heraus, sie hat jetzt nicht ganz so durchgezogen, aber dennoch war ein guter Ansatz. Kann sie durch dieses Rennen gesteigert sein? Naja, auch sicher, das Pferd arbeitet sehr gut. Ich denke mal, Spanedoano ist es zu schlagen, ein Pferd im Rennen, aber zweiter, dritter dahinter müssen wir sein. Dritte Tagesprüfung, Start in die Super 76 Wette. Natürlich sticht, also zumindest für mich, ein bisschen Spanedoano raus, aber ansonsten ist hier viel möglich, vor allem für Make Me Happy. Ebrechtsdorf Maxi, zuletzt, glaube ich, den Fehler nimmst du auf dich. Da wäre sie eigentlich sensationell gut gestartet. Ja, sie war sehr gut gestartet, habe aber trotzdem keine Position bekommen, wollte mit der Gewalt mich da irgendwo reinzwingen, ist halt nicht gelungen. Leicht kollidiert und da hat es einen Fehler gemacht. Aber ansonsten, ich glaube, wir beten sie schon gebetsmühlenartig bieten wir das schon vor. Die kann deutlich mehr, als was da im Formenspiegel steht. Also ich glaube, heute ist auch die passende Prüfung dazu, zumindest unter den ersten drei zu landen. Ja, so sehe ich es auch. Also gradgehend wird sie unter den ersten drei sein oder sollte sie unter den ersten drei sein, weil sie sogar siegmöglich war. Der von Gerd Meyer sticht wirklich ein bisschen raus.